du wünschst dir auch ein bisschen mehr Ruhe und Entspannung im Alltag, dann habe ich in diesem Video drei simple Strategien, die dir dabei hoffentlich helfen werden. Das allererste, was ich mache, das habe ich tatsächlich von meinem Papa mir abgeschaut. Der hat nämlich immer eine Sanduhr in seinem Zimmer stehen. Und ich habe damals gefragt, wieso ist eigentlich immer diese Sanduhr irgendwie überall, auch wenn er ein bisschen Sport gemacht hat. Er hat gesagt, egal welche Intention ich mir setze, sei es zum Beispiel einfach mal die Augen vom Bildschirm wegnehmen oder er macht immer so Stretching-Übungen für seine Knie, weil er so ein bisschen mit Arthrose mal Probleme hatte. Ich setze mir einfach immer eine Sanduhr und solange die läuft, die ist jetzt zum Beispiel auf 3 Minuten, konzentriere ich mich auf diese Intention. Das war's. Ist die Sanduhr abgelaufen, kann es wieder weitergehen mit dem alltäglichen Trudel. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich einfach eine kleine Bewegungspause brauche oder halt in meinem Büroalltag, dann setze ich mir einfach kurz eine Sanduhr und in dieser Sanduhrzeit mache ich gerade das, was ich brauche. Sei es atmen, sei es kurz an die frische Luft gehen. Ist eine ziemlich coole Sache. Gibt es, wie gesagt, einfach zu kaufen online mit verschiedenen Minutenangaben oder Minutendauer, besser gesagt. Mein zweiter Tipp für dich ist, in der ersten Stunde des Tages wirklich kein Handy zu benutzen. Einziger Unterschied ist, wenn du natürlich auf deinem Handy Musik oder Hörbücher oder Podcast hörst, das ist völlig in Ordnung. Aber damit meine ich wirklich, in der allerersten Stunde des Tages versuche da nicht WhatsApp, E-Mails gleich mal reaktiv irgendwas zu beantworten. Das hast du gleich das Gefühl, sobald du aufgestanden bist, wow, ein Tiger ist hinter mir her. Weg damit. Brauchst du nicht. Die erste Stunde am Tag, die gehört nur dir. Wenn du eine Stunde nicht schaffst, kannst du natürlich auch auf eine halbe Stunde runtergehen. Und der dritte Tipp, den ich dir wirklich nur wärmstens an die Hand mitgeben kann, versuche wirklich Monotasking zu üben. Das heißt, wenn du echt das Gefühl hast, du bist gerade mega gestresst, dann versuch jede Sache, die du machst, nur diese eine Sache zu machen. Klingt komisch, aber damit meine ich, nicht währenddessen noch zu telefonieren, Sprachnachrichten zu beantworten, nachzudenken, was du als nächstes machen musst, Radio, Fernsehen zu gucken. Nee, wenn du zum Beispiel Geschirr abspülst, Gemüse schnibbelst, zur S-Bahn gehst, von der S-Bahn gehst, in der S-Bahn sitzt, dann mach nur diese eine Sache. Dann setz dich einfach mal nur hin und sitz einfach nur in der S-Bahn. Wenn du wirklich das Gefühl hast, alles nimmt Überhand, Monotasking. Ich hoffe, diese Strategien haben dir geholfen. Wenn du noch eine wirklich Next-Level-Strategie-Arsenal haben möchtest, wie du deine Zeit dir selber stressfreier gestalten kannst, im Einklang mit deinem Körper, mit deinen Werten leben möchtest, einen tieferen Sinn im Leben für dich entdecken möchtest, um den auch wirklich jeden Tag zu praktizieren, da habe ich einen wirklich umfassenden Planer selber mal erstellt. Der entstand in einer Zeit, als es mir wirklich selber nicht mehr gut ging und ich einfach einen Weg aus diesem ewigen Hamsterrad herausgebraucht habe, da habe ich ihn entwickelt und diese Prinzipien habe ich mit dir geteilt. Den kannst du dir einfach unten downloaden. Ich habe ihn dir in den Infobox verlinkt. Ansonsten gehst du einfach auf meine Webseite, kannst du dir gerne nochmal angucken. Da führe ich dich auch noch mit einem extra Tutorial mit an der Hand, Schritt für Schritt, wie du ihn für dich zuschneiderst, schusterst, damit du in deinem Alltag einfach ein Leben führen kannst, das sich nicht anfühlt, als ob dich die ganze Zeit ein Tiger jagt, du aber gleichzeitig noch was geschafft kriegst und irgendwie das Ganze mit Sinn und einem Tiefgang noch verbindest. Falls das interessiert, kannst du gerne in der Infobox nochmal nachschauen. Ansonsten, wie immer, lass mir gerne deine Lieblingsstrategie für mehr Ruhe im Alltag da. Ich freue mich wirklich, von dir dazu zu lernen. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche Donnerstag. Für die.